Karotten in Kokossuppe. Ich habe diese sättigende Suppe zusammen mit Matthew Kenney, einem außerordentlich begabten Rohkostküchenchef, Klammer auf sie www.matthewkenneycuisine.com Klammer zu, kreiert, als wir gemeinsam eine Dinnerparty gaben. Das Lob für diese Kreation gebührt also nicht nur mir. Die Karotten-Ingwer-Kokossuppe schmeckt sehr aromatisch mit einer feinen Süße und einem Hauch von Gewürzen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie auch in ihrer Küche zu einem echten Renner wird. Für 4 bis 6 Portionen Vorbereitung, 2 Tassen, Klammer auf 480 Milliliter, Klammer zu, Kokosmilch, Klammer auf Seite 29, Klammer zu, und 5 Tassen, Klammer auf 480 Milliliter, Klammer zu, Karottensaft Zubereitung, 15 Minuten, 2 Tassen, Klammer auf 480 Milliliter, Klammer zu, Kokosmilch, Klammer auf Seite 29, Klammer zu, 2 Tassen, Klammer auf 480 Milliliter, Klammer zu, Karottensaft 4 Tasse, Klammer auf 60 Milliliter, Klammer zu, Limettensaft 2 Teelöffel, frische Ingwerwurzel geschält und geraspelt 4, eine kleine Avocado 2 Teelöffel, Meersalz 4 Teelöffel, Cayennepfeffer, gemahlener schwarzer Pfeffer zum Abschmecken, Koriandergrün zum Garnieren. Alle Zutaten bis auf das Koriandergrün in den Mixer geben und sehr glatt pürieren. Nach Belieben mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer abschmecken. Wenn Sie die Suppe lieber etwas dicker mögen, geben Sie noch Kokosnussfleisch, Klammer auf, siehe Seite 29, Klammer zu, oder Avocado dazu. Im Kühlschrank bleibt diese Köstlichkeit etwa 2 Tage lang frisch. Judithas Trick: Wenn Sie keinen eigenen Entsafter oder nur wenig Zeit haben, können Sie Karottensaft aus biologisch organischem Anbau verwenden. Etwas angewärmt wird die Suppe, wenn Sie sie 1 bis 2 Minuten länger mixen. Aber Sie können sie natürlich auch auf niedriger Flamme auf dem Herd erwärmen.